Hey und willkommen auf meinem neuen Darf es erstmal. Heute gibt es wieder einen Vlog seit Ewigkeiten. Und zwar Wiener Derby. Ja. Rapid gegen Austria, oder Austria Rapid, besser gesagt, weil sie spielen Favoriten bei der Austria im Stadion. Und das Stadion wird dann mal voll sein. Ja, wirklich. Ausverkauft, Stadion ist. Kommst auch wirklich nur mit Abo-Karte rein, dass du eine Abo-Karte hast oder Mitglied bist, kannst du auch nur Tickets kaufen. Das finde ich persönlich blöd, aber es ist Vereinssache. Ich habe auch nur meinen Kollegen Tickets bekommen. Danke nochmal an den Typen. Weißt du, wer gemeint ist? Und ich würde sagen, legen wir mich weiter und gehen weiter. Also, bis dann. Wir sind jetzt am Hauptbahnhof, gehen zu was essen und ich würde sagen, dann sehen wir noch einen Einblick vom Hauptbahnhof und dann hören wir uns danach Richtung Stadion wieder. Bis dann, also ciao. Haben wir es gegessen, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Stadion mit der U-Bahn. Ich würde sagen, wir legen dann weiter ins Stadion. So Leute, heute geht's um alles und zwar ums Wiener Derby, um genau zu sein, das 338. Wiener Derby. Es ist komplett ausverkauft. Und es geht heute darum, ob Austria in den oberen Playoffs, also in der Meisterschaftsrunde, weiterkommt oder nicht. Oder ob sie weiter runtergehen. Dieses Derby ist für die Fans am wichtigsten der Saison, weil das erste Wiener Derby war 18. September 1911. Hat Rapid mit 4:1 sonst für sich entschieden können. Aber ist es heute noch immer so? Das letzte Derby in Hütteldorf, also im Weststadion, ging für die Austria mit 2:1 gewonnen. Ein kleiner Fun Fact: Rapid konnte seit dem neuen Stadion noch nie heim gewinnen. Sie haben entweder unentschieden oder verloren. Daheim im Derby. Und mit dieser Info gehen wir rein ins Stadion, würde ich sagen, Leute. Ciao, ciao. So, jetzt sind wir im Stadion bei mir da. Sagen wir so, die Sicht ist geil. Das ist auch so geil. Also, ich finde natürlich ein geiles Derby. Ich freue mich auf geile Stimmung. Und dann haben wir jetzt noch wieder unser Maskottchen des Tages. Da muss der Paul ein bisschen weiter runter filmen. Da ist er. Das war schon in den Wiegen. Sehr gut. Das kann man gut sehen. Und heute das Maskottchen des Tages kommen, also ist der Felix Kiebein. Freuen wir schon weiter. David. Sehr cool. Vielleicht sehen wir noch mal Fernsehen, wer weiß. Mal schauen. Jetzt mal geil, oder? Dann zurück in die Zukunft. Diesmal eine richtig geile Nummer. Wo war der Zukunft, ja? Gut. Das war's. Und machen wir hoffentlich auch einen Derby-Sieg für die Austria. Let's go! So Leute, Halbzeit ist es. Erstmal hier ein kleiner Kommentar von mir aus dem Stadion. Richtig geile Plätze, hier bin ich da drüben, habe ich die Plätze. Und gleich hinter mir das Interview, also richtig geile Plätze, habe ich erwischt, oder? Mega. Dieser wichtigen Meldung gehen wir in die Spielanalyse. Ich würde sagen, Austria
hat einfach ein bisschen besser gespielt. Fehler auch ausgenutzt von Rapid, was Rapid leider nicht geschafft hat. Ich würde sagen, gehen wir weiter. Bis dann in die zweite Hälfte. Ciao, ciao. Einfach Inferno Original Ultrasa. So muss das sein. Also, Minute Zeit halbe, weiter geht's leider. Gut mit Büro, können es gerne machen. Nur auf Familienblöcke zu schießen, ist asozial. Man gehört auf dem Block mit Bengalo schießt, das richtig asozial. Das ist alles schön und gut, aber nicht in den Familienblock schießen. Also das ist asozial, das tut man nicht. Da sitzt unschuldige Familie, das nichts damit zu tun haben. Kloppt sich mit den Ultras und anderen, aber nicht mit den Familienblöcken. Die haben nichts damit zu tun, lass den Scheiß. Wir gehen ein bisschen früher, einfach weil es schon ein bisschen eskaliert und so, deswegen gehen wir jetzt mal früh in den 80. sind wir schon gegangen, aber ein kleiner kleine Hotdog, oder ein trinken Hotdog, muss noch sein. Ich sage, wir sehen uns da vielleicht noch daheim, wenn wir sein was. Ich sage, das Spiel war richtig geil. Tippen mal, es bleibt 2-0, also Austria ist Derby-Sieger wahrscheinlich. Wenn es so bleibt, ich würde sagen, ciao, ciao.